Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir haben jetzt ein wenig ausgesetzt. Wir werden in nächster Zeit immer aussetzen und nicht jeden Montag pünktlich sein. Wir halten diesen Druck nicht mehr aus. Stimmt das, Erich? Ja. Und die Nadja sowieso, die Nadja ist ja aus Wien. In Wien wird sehr viel geschlafen. Und letztens hat sie 2 Wochen durchgeschlafen und hat natürlich 2 Donnerstage versäumt und konnte auch das Donnerstagsvideo nicht hochladen. Also wir werden immer schleißiger werden. Wir passen uns an die Gesellschaft. Was heißt schleißig, bitte? Schleißig bedeutet nicht so genau. Wir nehmen es nicht so genau alles. Man muss das Leben genießen, ehrlich. Und wenn man sich dann irgendwelche Richtlinien ins Leben reinholt, wird das Leben sehr kompliziert, ehrlich. Ach so. Der Erich schaut so, er versteht sich ganz. Ich werde ihm das dann später erklären. Der Erich war ja nur im Land in der Schule. Stimmt das, Erich? Ja, aber du auch, glaube ich. Ja. Okay, so. Das nächste ist, viele fragen mich, was ich hier habe. Also ich gehe auf der Straße, ich bin vor ganz lang auf der Straße gegangen, nur damit mich die Leute fragen. Ich habe nichts, aber ich bin draufgekommen mit so einem Verband und so weiter. Letzte Woche hatte ich so einen Sturzhelm auf. Dann lässt mich der Erich nicht zu viel arbeiten, weil er sich Sorgen macht. Also er ist schon ein bisschen ein Mensch. Und morgen werde ich mir die andere Hand auch einbinden. Dann brauche ich wahrscheinlich gar nichts machen. Aber heute machen wir hier eine Rhombusschallung. Wir zeigen euch, wie wir die Bohrungen exakt und genau machen. Denn das Wichtigste hierbei ist, dass die Bohrungen wirklich, dass die Schrauben exakt in Linie sind. Es gibt hier schon so Easy-Clip-Systeme, dann kann man das anklipsen an die Wand und man sieht nichts. Aber wir machen das auf die altmodische Art. Erich, vielleicht kannst du hierher filmen. Ja. Hier haben wir ein Musterstück gemacht. Dieses Musterstück legen wir hier oben rauf. Ich nehme es hier bündig. Hier weiß ich schon, 4 mm muss ich vorschauen, dann bin ich hier winklig und die Bohrung ist genau mittig. Dann nehme ich die leichtere Bohrmaschine von den beiden, bohr hier hinein und lass sie stecken. Jetzt kann in der Länge nichts verrutschen, denn wenn ich das jetzt zwingen würde, könnte es in der Länge verrutschen und die Bohrungen wären nicht exakt. Und somit ist das jetzt exakt. Jetzt richte ich mir das hier auf immer. So, Bohrmaschine hierher. Diese Bohrmaschine wieder heraus, Musterstück zur Seite und hier, das ist das Stück, das angeschraubt wird. Das lege ich jetzt noch rüber, dann übergebe ich dem Erich, denn das ist hier mein Teil der Arbeit und das andere macht der Erich hier. Wir teilen uns das auf. Bei der Mittagspause war es so, ich mache Pause, er arbeitet weiter. Also jeder hat seinen Teil immer. Und jetzt werden wir gleich eine Kaffeepause machen, da arbeitet der Erich dann weiter und ich mache Pause. Das ist dem Erich ganz wichtig, dass wir das wirklich gut aufgliedern, oder? Ja. So, Erich, ich stelle das hier her. Hoppest du herein hier? Genau, ja. Ich nehme das. So, Achtung, dass es nicht wieder runterfällt. Ja, das war jetzt sehr schnell von dir, Erich. So. Natürlich ist es immer schwierig. Es gibt auch einen Laser. Es ist zur Hellerinnen. Wir sehen den roten Strich leider nicht. Jetzt haben wir uns hier eine Wasserwaage montiert. Die kann man immer leicht wegnehmen. Hier unten steht sie an mit der Schraube. Warte, das filme ich kurz, Erich. Hier haben wir seitlich eine Schraube hineingegeben. Jetzt haben wir hier einen Anschlag. Fahren wir ran. Ja. Genau. Und oben haben wir nur eine Schraube. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Und die Schrauben sind alle genau exakt. Rein hier. Hier. Und durch die Wasserwaage kann man sich das hier wirklich schön richten. 1000%ig wird es ja auch nicht, weil die Schraube sich doch irgendwann irgendwo ein bisschen immer verzieht. Schon, aber so, wenn man mit dem Winkelhaken oder weiter tut, würde man den Fehler immer übertragen und es würde immer schlimmer werden. Ja. Aber so hat man die Wasserwaage, die gerade und eigentlich, also es ist, das was man sich vertun kann, ist gar nicht der Rede wert. Ja, ist nicht der Rede wert. Jetzt ist die erste Schraube natürlich in Linie und die anderen sind ja dann automatisch in Linie. Die sind dann automatisch, ja. Die Backerl, die sich nicht so schnell abnützen, hier ist eine Maxplatte. Damit es schön hineinrutscht. Ja, und das ist wirklich schön. Schön runterdrücken, ist immer gleich. Und in die Wasserwaage schaust du nie, Erich? Oh ja, jede dritte. Jede dritte. Und was ist, wenn du dich vertust und du schaust mal jede vierte rein, die Waage nur? Ich schaue aber jede dritte. Dann ist eigentlich auch nichts, weil bis jetzt nichts war. Okay, weil es so genau ist. Ja. Schön ist das, Erich. Ja, auf der Seite, das erklärst du wieder. Achso. Was wir dann auf der Seite machen. Was? Auf der Seite hier schneiden wir einfach dann ab
Und, aber das können wir dann auch zeigen, oder Erich? Können wir das noch zeigen? Ja. Das kann man zusammenschneiden. Muss man das schneide ich zusammen. Ich muss sowieso schneiden. Ich habe vorher unabsichtlich abgedrückt. Also Gott sei Dank war es nicht ich. Wenn du das gewesen wärst, Erich, dann wäre ich sehr sauer. Dann hätte ich morgen Mittagspause alleine gemacht und du hättest weiterarbeiten müssen. Ja, okay. Dann zeigen wir, wenn wir... Also schraub das zweite noch an. Okay. Oder das dritte, oder hier stehen ja noch mehrere herum, Erich. Ja. Damit die Leute auch sehen, dass gearbeitet wird. Dass sie nicht glauben, wir tun nur... Was? Filme drehen. Wir werden ja schon oft angesprochen, ob wir überhaupt was arbeiten. Dann sagen wir immer nein. Wir drehen eigentlich lieber Filme, oder Erich? Erich, sagst du nichts mehr? Nein, sind wir noch befreundet, Erich? Oder sind Spannungen zwischen uns? Nein, das geht ja eh. So. Wir richten wieder. Die Conny hatte, glaube ich, recht, oder Erich? Weiß nicht, mit was? Ich weiß auch nicht. Aber siehst du, weil du nicht hältst? Ja, ich halte das hier. Was hast du gemacht, wie ich nicht hier war? Was? Na, da ist ja das eher von alleine gegangen. So, da. Nacki. Boah. Das war jetzt ein Pech. Das erste Mal. Das Video dauert sicher eine Stunde, nur ja, eine Schraube. Ja, weil. Ich habe noch ein bisschen Lampenfieber. Bist du noch etwas aufgeregt? Ja, ja. Brauchst du nicht sein, Erich. Genieß einfach. Genieße diesen Ruhm und diesen Erfolg, den du hier hast. Welchen Erfolg? Keine Ahnung. Auf der drüben Seite schneiden wir das noch ein. Hier haben wir das schon eingeschnitten. Hier sieht man genau, wie schön das ist. Also es ist wirklich ein wunderschöner Abschluss. Und hier muss das noch gemacht werden. Genau. Hierzu hält der Erich die Leiste einfach an. Und hier zeigen wir, wie wir das gemacht haben, genau. Hier war die Mauer etwas buckelig, die haben wir angepasst. Hier ist das wirklich schön gerade. Wir halten die Latte an. Einen Strich runter, den haben wir jetzt hier. Das hast du mit dem Finger jetzt gemacht, oder? Gezaubert. Du bist ein Zauberer, Erich. So, und jetzt schrauben wir die Schiene von der Festool an. Mit? Natürlich mit Abstand, mit 7 mm Abstand, damit die Luft... Genau, also, rechts sich ergibt. Also diese Luft, wir haben ja jetzt hier den Strich ganz genau, wie das Brett breit ist und wir geben jetzt ca. 7-8 mm dazu, dann haben wir Schattenfugen. Genau. Ich bin ehrlich, ich bin also ein bisschen raus. So, ja. Wir schrauben jetzt die Schiene an mit 3,5 16er Schrauben, dann bleibt ein ganz kleines Loch, aber wenn der erste Regen kommt, ist das Loch eigentlich wieder geschlossen, kann man sagen, ja, oder? Ja, genau. Wenn nicht, weiß es keiner, das sieht kein Mensch. So, stopp. Was ist das? So. So, hast du da extra Löcher in die Führungsschiene gebohrt, Erich, oder? Das ist nichts anderes. War das ein trauriger Tag in deinem Leben oder hat dich der Tag erfreut und glücklich gemacht? Naja, die Schiene da anzubohren, das war schon ein bisschen. Wow. So, ich gehe zurück beim Schneiden. Ist das jetzt gefährlich, Erich? Bei der nicht. Okay. Die schlägt nicht aus wie ein Esel, die kann man. Bei einer stärkeren Maschine wäre das nicht genau, so lustig. Bei einer stärkeren ist das gefährlich. So, wir gehen sind ganz. Erich, ein bisschen schneller bitte. Okay. Bisschen schneller, Jim. Also, es ist nicht so einfach, immer gleich so. Ja, du brauchst nicht schüchtern sein wegen der Kamera. Arbeite wie wenn du nicht gefilmt wirst. Schneller! Schneller, Erich! Und die Tiefe hast du eingestellt bei der Maschine quasi? Hast du genau die Tiefe eingestellt, oder? Ja. Genau, du hast nicht mal die Folie angekratzt. Also ja. Das hast du perfekt eingestellt. Und wie schneiden wir das jetzt mit der Fein weg. Okay. Deine Fingerfertigkeit, Erich, ist ein Wahnsinn. Hier unten ist gar kein Schutz, nicht mehr kein Windschutz, aber das ist egal, hier ist unten keine Isolierung. Und es kommen, also der Windschutz, also da unten diese Folie ist mir wichtig, dass man hier eigentlich nicht durchsieht und die nicht verputzte Wand, dass man die nicht sieht halt. Ja, also, es wird ja jetzt, der Strich wird verlängert, wird jetzt mit der Fein oben und unten weggeschnitten. Hier haben wir im Vorfeld schon vier
Bei der Unterkonstruktion gesorgt dafür, dass wir das anschrauben können. Erich, darf ich mir die Abschnitte als Brennholz nach Hause nehmen? Ich glaube, du wirst die heuer brauchen. Erich, wenn ich einen Gipsfuß hätte, müsste ich dann noch was arbeiten. Was du immer magst, zusammenkehren. Danke, Erich. So, aber jetzt habe ich keine Leiter, da steht das Handy drauf. Ich kenne da oben nicht. Ich kann das auch noch wegschneiden und halte die Leiste hin. Und dann kannst du dich gleich verabschieden. Du willst dich immer nur verabschieden. Erich, kannst du mit der Maschine nicht so mit der Hand mitschaukeln, dass das schneller geht? Oder geht die Maschine schneller drehen? Mir wäre das jetzt zu langsam. Vielleicht, dass die Zuschauer in YouTube reinschreiben, wenn es ihnen auch zu langsam gegangen ist. Also das ist eine langsam gewachsene Lerche. Ah, da schneidest du langsam. Und bei einer stillgewachsenen schneidest du schneller. Na, da hätten wir es, ja genau, da haben wir schon fertig. So, wir tun natürlich ein bisschen hier die Fransen und die Kanten ein bisschen brechen. Schaut schön aus, oder Erich? Ja, ich denke schon. Das würde man schon nicht machen. So, jetzt brauche ich heute wieder zum zweiten Mal deine Hilfe. Oh! So, was soll ich tun, Erich? Ein bisschen rauf. Also du hast einmal die Backe, die kommen seitlich hinein, dass die Luft gleichmäßig genau, ist. Genau, dass die Luft immer gleichmäßig ist. Die haben wir schon gerichtet. Genau. Ist die Luft gleichmäßig? So, eigentlich brauche ich... Brauchst du gar nicht, ja. Ich schaffe das alleine. Brauchst du die Bohrmaschine oder hast du die? Hast du. Ich habe schon auf der... So, jetzt ist ja die Luft immer gleich. Ja, puh, das geht so viel. Vielleicht ein bisschen. So, die hält halten und? Nein, nein. Ich kann mit der anderen Hand andrücken. So, ich drücke hier an. Vielleicht, dass man meine Hand hier beobachtet, wie schön ich hier andrücke. Wie schwer die verklebt ist. Und mit, was ist das? War bei der Kindermilchschnitt. Ja. So. Wunderschön, Erich. Erich, das hast du. Da kann man stolz sein auf dich. Auf mich hast du gemacht. Sehr schön. So, unten kommt ein Alu. Alu-Abschluss, dann passt das zu dem Rest hier. So, da. Der letzte Streich. Was sind das für Schrauben, Erich? Das sind Nieroster. Die sind warum? Extra für außen geeignet. Genau. Die sind so, wenn man hier falsches Material nimmt, sieht man hier unten eine Spur. Zum Beispiel hier, diese Fassade ist schon ein paar Jahre alt, die haben wir nicht gemacht, aber hier sieht man, das sind auch die richtigen Schrauben, hier sieht man überhaupt nichts. So, Erich, verabschieden wir uns. Ach so, ja, wir sind fertig. Sagst du tschüss, stellst du dich hin zu der fertigen Wand? Erich, stell die Leiter noch weg. Stell du dich hin. Ja, aber die Leiter stelle ich weg. Sieht man deinen Verband? Ah ja, genau. So. Achso, du musst tschüss sagen. Achso, ich meine nur den Verband. Achso, das sieht man eh, ja, okay, ja. Was, das ist die. Leute, stell die Leiter weg, Erich. Ich will nicht, dass meine Schönheit durch irgendwas anderes hier irgendwie verstellt wird. Achso. Du das? Ja, so eine schöne Optik jetzt. So, also ja. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, Erich, was sollen die Leute dann tun? Auch abonnieren. Auch abonnieren. Es ist egal, man kann sich ja das trotzdem anschauen. Die Zeit ein wenig vertreiben. Was kann man sonst tun? Man könnte ins Kaffeehaus gehen, spazieren gehen. Das ist ja alles eigentlich genauso. Muss nicht sein, oder? Sein muss essen gehen. Also ihr könntet essen stattdessen. Aber wenn, ich habe das auch eine Zeit lang betrieben, wenn man nicht weiß, was man tun soll.